Martin Hubmann, Sie haben dafür für die Schweiz das Staffelrennen eröffnen. Mit welcher Strategie sind Sie ins Rennen gestartet? Ja, ich bin sicher einer, der zuerst mal ein bisschen im Rudel muss sich zurechtfinden und wo er die Übersicht behaltet in der Gruppe rein. Und habe eigentlich versucht, von den anderen zu profitieren. Und wenn es sich mal eine Möglichkeit ergibt, zum vorne den Takt zu geben, habe ich es übernommen. Ja, so bin ich mal gestartet. Und wie zufrieden sind Sie jetzt mit Ihrer Leistung? Ja, ich muss sagen, es war sehr ein Auf und Ab. Keine Achterbahn, auch von der Topografie her. Es ist auf und ab gegangen und es hat es recht schwierig gemacht mit der Routenwahl. Die richtig Höhe von Favoritschen. Und ist mir einmal ein Fehler passiert und dann bin ich sofort in der Defensive gewesen. Und ja, es war schwierig, mental wieder führen zu kämpfen und das Beste für das Team rauszuholen. Und Sie sind ja auch zum Teil allein unterwegs gewesen. Hat das auch ein bisschen Unsicherheiten gegeben, wie man im Rennen liegt? Ja, das war genau so gewesen. Als ich mal allein unterwegs war, habe ich gewusst, jetzt bin ich eher ein bisschen hinter der Spitze. Ich habe nicht gewusst, wie weit weg das sind, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Und da habe ich mich sicher ein bisschen gestresst und habe mich müssen, wirklich sehr auf mich fokussieren, dass ich jetzt noch eine saubere Leistung heimbringe. Danke vielmals. Merci.